Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omikron. Ich bin der DC Steve und... Let's Play Retro. Wir waren in der letzten Partie auf Route 313. Das war gestern, oder? Mir kommt schon wieder so vor, als wäre das ewig her. Ja, aufnahmetechnisch ist es quasi guck mal hier, das ist auch ziemlich fies, wie die Brücke da unten langläuft. Oh Gott. Hä? Und wir haben uns schon gewundert, wie das so über das Wasser geht und über die Bäume und schon wieder ein Pokémon, ein Schwalboss. Und mittlerweile können wir sogar fliegen. Ah. Der ganze Weg nur für ein Item. Ein Rare Candy, juhu. Wahnsinn, Sonderbonbon, nice. Das erste, das wir in dem Spiel finden, ne? Ja. Ich meine, wenn unsere EVs verteilt sind, kann man ja Rare Candies benutzen ohne Nachteil. Genau, aber nur dann. Sprich, also die letzten Level, also die, ich sag mal, 110 bis 120 oder so, mache ich gerne mit Rare Candy. So, jetzt können wir nämlich hier noch gehen. Hier waren wir noch nicht. Genau, hier waren wir noch nicht. Da oben ist noch jemand. Und weil diese Brücke zu gefährlich ist, will er jetzt gegen uns kämpfen. Ich hab's auch nicht so wirklich das verstanden. Das ist sehr konsequent. Nein, auf jeden Fall schon mal ein Level 37 Kecleon, also so langsam passen die Level. Wir müssen aber. Müssen wir irgendwas anderes trainieren? Oder? Ich weiß gerade gar nicht. Ich denke eigentlich, aktuell müssten wir recht ausgeglichen sein. Jetzt dürfte eigentlich fast alle auf Level 40 sein. Außer Bim. Der ist egal. Oh, Kreideschrei, ganz schlecht. Wieso ist der Drachenbolz ausgewichen? Willst du mich verarschen? Er hat ein Substitut gebaut. Ach so, ja, ist okay. Ich nehme das Pokémon halt nicht ernst. Aufmerksam sein, Steve. Golem. Wer könnte das wohl sein? Es ist Geowatz, ne? Genau. Ist schon interessant, dass Geowatz Golem heißen, dann ganz später Golems. Die aber. Ja. Vor allem, weißt du, eigentlich ist es dann in der englischen Version von Pokémon, das ist komisch, weil Legendary Golems, was? Aber es gibt doch ein Pokémon namens Golem. Das bedeutet ja, das Wort ist in dieser Welt bereits belegt für etwas anderes. Dieser mythologische Golem, der existiert in der Pokémon-Welt nicht, sondern das Pokémon namens Golem. Das war ein sehr unglücklicher Name, warum die das Golem genannt haben. Da haben sie nicht mitgedacht, dass es vielleicht später mal weiter das ist Pokémon vielleicht, das geben ist, genau, könnte. Genau, dass es später vielleicht mal ein Golem-Pokémon geben könnte, ne? Was kommt jetzt gerade ins Spiel? Soll ich vergessen? Ich habe jetzt gerade auch nicht aufgepasst und wir lassen einfach Seedraking drin. Nein, es war glaube ich ein Elektro. Es war auf jeden Fall schlecht. Es war auf jeden Fall gut gegen Seedraking. Deswegen wollte ich wechseln. Alles klar. Ach, Raichu. Ja, Gott sei Dank Gedächtnis FDW gerade, ey. Es wäre eigentlich auch egal gewesen. Also ich meine, Raichu ist echt eine Wurst. Ja, aber was soll er denn gegen Bisamon machen? Ja, stimmt schon. Wow, er one-hit ihn nicht mal. Na, habe ich auch mitgerechnet, das muss nicht schaffen. Ich schon, weil ich dachte eigentlich, dass 120 Basisangriff mit Stab dann schon eigentlich nochmal reinhauen müsste, aber ja, scheinbar doch nicht so. Wirklich krass, die ausgeglichen wir gerade sind, ne? Von unserem Pokémon her. Wir können da rüber surfen und uns das Item holen, nehme ich an. Oder das, können wir doch einfach hinlaufen. Ach ja, Lucario, genau, der ist ja... Geht doch nicht, wir sind auch auf eine Ebene höher, wie sollen wir denn da hinlaufen? Ach ja, stimmt, du hast recht. Stimmt, das heißt, wir sind sogar zwei Ebenen höher gewesen. Ja. Und ein Staravia. Hatten wir auch mal im Team. Ja. Aber ich muss sagen, Mischteraptus ist das Pokémon, mit dem ich am glücklichsten bin. Ich meine, das war das erste richtige, krasse Teammitglied, wenn man so nimmt, ne? Und ich meine, Staraptus, habe ich das Pokémon, das einzige, das uns noch nie enttäuscht hat. Nein, wir kämpfen nicht gegen den Trainer. Was ist das für ein Vieh? Mensch, ja, das ist Flug und Licht aus der fünften Gen, genau. Ja. Das ist quasi das Ibitag sozusagen, so ein bisschen so, ne? Das coolere Ibitag, also wegen Unlicht, aber das... Das kann richtig was, das ist richtig bulky, ne? Okay. So richtig bulky. Oh, der beste Flugtrainer der Welt möchte er werden. Wenn mich nicht alles richtig täuscht, hast du, glaube ich, beide Verteidigungswerte über 100. Wenn dich nicht alles richtig täuscht. Ja, genau. Übelschlag. Schon lächerlich schwach, oder? Mit einem Schwalbus wirst du auf jeden Fall nicht der beste Flugtrainer der Welt. Da brauchst du schon Arctos, Zapdos, Lavados, Lugia, Ho-Oh und noch irgendeinen von diesen komischen Vögeln aus der dritten Gen. Also Drachen. Wie sind sie noch gleich? Latios und Latias, ne? Ja, aber bitte mit Seelentau noch. Was macht das? Ich weiß es nicht ganz genau, was ist gebannt. Schon immer. Ich
Dann habe ich mich nie damit beschäftigt, weil es noch Seelentau gebannt ist. Schon immer in Online-Battles. Okay. Selbstverständlich mit Seelentau dann. Ja, so ein typisch durchschnittliches Seedraking-Level, ne? Wie wir es eigentlich schon aus Bloody Platin gewohnt sind. Ja, ja. Seedraking ist halt Seedraking, ne? Ich meine, das ist halt. Ja. Kann man sich nicht beschweren, aber geht halt auch besser. Ja, ist sehr ausgeglichen. Es ist ein sehr ausgeglichenes Pokémon, ne? Du kannst es auch super Mixed-Style spielen, ne? Oh Gott. Swag, swag. Oh Mann. Tja, mit Sammelkartenspiel, dann müsstest du jetzt eine Münze werfen, wenn du das Pokémon tauschen wollen würdest. Dadurch, dass du es ja bald spielen wirst, ne? Ja. Du sowas ja noch nicht weißt, ne? Ist sowieso extrem schlimm, stell dir mal vor, ne? Du musst dann erstmal eine Münze werfen, ob du es austauschen kannst, und dann verletzt es sich von Verwirrung selbst. Oh Mann. Ich weiß gerade auch nicht so wirklich, wie viel Schaden die sich da machen, zumal das Pokémon-Spiel sich im Laufe der Zeit eine Menge Regeländerungen bekommen hat, seitdem ich das zuletzt gespielt habe. Ja, weißt du, ich sind mittlerweile schon sogar schon ein paar dazu online. Ich weiß es nicht, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich entschlossen, na, doch, ja, neben Magic the Gathering ein weiteres Sammelkartenspiel zu spielen. Und habe mir überlegt, dass ich ein bisschen mit online Pokémon Sammelkartenspiel anfange. Hm. Und das möchte ich natürlich auch aufnehmen. Das ist zumindest gerade mein Plan, aber das wisst ihr wahrscheinlich vielleicht sogar schon. Und wenn ihr es noch nicht wissen, wie wir es sind, dann solltet ihr euch schämen und das nachholen. Sehr schön. Hydro-Pumpe hat mal was Sinnvolles gemacht. Ja. Okay, jetzt verzieht reichen noch schnell unser bestes Pokémon. Wenn hier noch mehr Flugtrainer sind, sollte ich vielleicht mal unseren Käfer nach vorne packen. Unseren Käfer? Ja, weil er Elektro auch ist. Ja, ja, klar. Er muss halt nur schneller als die Vögel sein, ne? Aber der ist auch schon Level 42, okay. Klar. Wie gesagt, Lucario, Bisamon und dann kommt schon wieder Staraptor, ne? Mhm. Und Bim. So klein. Oh, du haust ab. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie. Wie was? Also ich finde irgendwie diese Figur sah irgendwie ein bisschen aus wie Rena aus Eternal Legends, oder? Kann man das jetzt gerade nur so vor? Also das. Ja, ja. Das Charset sieht irgendwie ein bisschen ähnlich aus. Ja, du hast absolut recht. Du hast doch noch dreimal Electro Ball. Na, das ist aber ein Psycho-Pokémon. Ja, das ist jetzt gerade erstmal der Vorteil, aber ich meine nur so, ne, weil du hast es ja extra gegen die Flug-Pokémon reingenommen. Ja. Kannst froh sein, dass jetzt erstmal ein Psychotrainer kommt mit einem Hypno. Die Nase, ey. Das Pokémon, das kleine Kinder entführt. Ja, und die Nase, Mann, bei Hypno. Wieso? Sieht doch witzig aus. Psybeam. Eigentlich müssten Käfer, also eigentlich müsste Psycho gegen Käfer nicht effektiv sein. Nein, das muss aber nicht immer so sein, dass man das so direkt gleich so komplementär macht. Nö, aber Käfer lassen sich ja von so einem ganzen Psycho-Zeug nicht beeindrucken. Die haben ja gar keinen Verstand, ne? Vielleicht haben ja die Käfer Verstand. Aber krass, du bist schneller als Simsala. Und ja, Wandel ist ja natürlich, ne? Natürlich, Simsala. Oh Mann, ey. Wenigstens bringt er ordentlich Erfahrungspunkte. Maximale HP plus 3. Ist halt ein bisschen schlechter als ein Seedraking-Level, ne? Sind halt zwei Einser dabei, aber gut, auf Angriff ist halt egal, ne? So. Ja, gehen wir doch mal in die Höhle rein, ne? Also sind wir noch nicht zu den Items gekommen. Dass da im Wasser lag? Ja. Da kommst du vielleicht von woanders her. Hm. Das war doch von Anfang an unser Problem, dass wir da auf der Ebene waren und nicht runter konnten. Und wir uns noch gewundert haben, wie das funktioniert. Hm. Oh, das ist cool. Ja. Das ist gerade cool. Auch wenn es ein bisschen seltsam ist, dass beide dasselbe Level haben, das ergibt keinen Sinn. Ja. Die Mutter lässt nicht zu, dass sie, der Vater lässt nicht zu, dass sich seine Tochter entwickelt. So ungefähr. Oder halt, nein, vielleicht sind sie ja Bruder und Schwester, so ungefähr. Und der Bruder lässt nicht zu, dass sich die Schwester entwickelt. Hier muss ich, hier will ich mal kurz speichern. Willst du eine Geheimbasis errichten, oder was? Ich weiß nicht, es gibt ja irgendwie so ein Teleportsystem in den Geheimbasen. Vielleicht können wir jetzt einen Teleporter quasi aktivieren. Das wäre cool. Aber brauchst du aber diese eine Fähigkeit, ne? Secret Power war's, ne? Hm?
Ja, Bim. Naja, Secret Power ist eigentlich schon eine coole Fähigkeit. Na? Dann machen wir mal Tellobor weg. Traurig, aber tja. Bim ist eben unser VM-Sklave. Sozusagen. Das ist unser TM-Sklave quasi. Unser Field Attack-Sklave, ja. Okay, dann ist es doch nicht das. Aber ist keine Geheimwahl? Achso, warte, nee, warte. Du hast ein anderes Item. Nein, wir müssen... Nee. Okay. Aber dann ist es eine andere TM. Geh nochmal in den Back. Lass nochmal die ganzen TMs durchgucken. Ich dachte, es war Secret Power. Es muss irgendeine andere sein. Secret Power. Haben wir ja gar nicht so viele, ne? Muss das Pokémon leben? Muss ein Pokémon leben, damit es... Aber eigentlich nicht, weil Teleport kann es auch machen, ohne dass es lebt. Ich verstehe es auch nicht. Nein. Vielleicht ist es für irgendwas anderes? Aber bin ich jetzt, muss ich sagen, echt irritiert. Das Problem ist aber, die anderen Pokémon können jetzt nichts mal wegmachen wollen, oder? Was uns egal ist, dass es drauf ist. Galvantula zum Beispiel, oder? Was kann der denn? Elektroweb zum Beispiel oder Slash. Ja, das ist auch ganz gar nicht. Siehst du, es ist 70-70. Ja, machen wir es einfach mal. Slash, also wird man Slash benutzen. Was macht denn Secret Power genau? Secret Power setzt, glaube ich, immer das ein. Das kann von das kann so alles. Nee, das war Naturkraft. Ich weiß es nicht. Einfach nur Schaden, glaube ich, normalerweise. Wir werden es dann rausfinden. Nee, macht nichts. Obwohl, halt, vielleicht... Was denn? Leute, wenn ihr wisst, wie das funktioniert, schreibt das bitte ruhig in die Kommentare. Wie gesagt, vielleicht muss man ja auch was anderes machen. Ja. Okay. Eine Wegverlängerungshöhle. Ja. Wow, oh. Oh, eins deiner Lieblings-Pokémon. Das ist wie bei einer fünften Gen-Meta-Game gebannt. Ja. Weil es zu gut war. Also die Entwicklung davon. Wegen Sandsturm. Stahlboden oder sowas, ne? Das ist Stahlboden und bekommt einen Init-Boost im Sand. Das ist im Sandsturm. Geil. Und das ist so ein Pokémon mit unendlich Angriffspower, weißt du? Und dann spielst du auch schön Steinkante, Erdbeben und Schwerttanz. Klingt doch gut. Ja. Ja, wie gesagt, es war der gebannt, ne? Weil... Schade, dass wir darauf nicht gekommen sind. Der wäre auch fürs Team interessant gewesen. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber ich dachte, warum sind wir eigentlich nicht... Jetzt überlegen wir schon, Lucario rauszuschmeißen. Das Problem ist ja, er würde Lucario ersetzen. So rein... Neuen Stand, wir können es uns ja noch überlegen, so ungefähr. Ja, rein von der Logik her. Oh Mann. Wir sind jetzt auf jeden Fall in Treeder Town. Und was ist denn da? Ist auf jeden Fall komisch. Ja, da oben rechts meinst du, ne? Was sind das da? Superbse, oder wie das Ding heißt. Ach so. Widerlich, ein Insekt, mach es tot. Ja. Das hast du das Geräusch auch gerade gemacht. Every Pokémon have a serious type weakness. They're bug type after all. Wahrscheinlich ist das ja der Erinnerleiter, ne? Ja, das heißt, wir haben ja Käfer. Das Schlimme ist, wir haben alle Schwächen von Käfer nicht im Team. Ja, lass ihn nochmal weiterreden. Er wird jetzt wahrscheinlich alle aufzählen, ne? Flughammer. Oder auch nicht. Ja, okay, gut, wir haben Flug im Team, das reicht völlig aus, wenn wir die Arena durchsweepen können. So, if I got into a battle with a Pokémon and hurt myself, would Nurse Joy heal me? Purely hypothetical, of course. Ja, er will wahrscheinlich hier eine besondere Behandlung haben, ne? Jeder will von der Schwester behandelt werden. Avery is my hero, he's the best Bug-type trainer around. He's incredible. Ja, stimmt. Ich meine, warum gab's bisher noch nie bei einem Käferrenner leicht irgendwie Fanboys? Ich bin die ganze Zeit labern und mal, wie teuer Käfer sind. Aber ich hatte nie Fanboys, weißt du? Gab's das nicht in der zweiten Gen? Aber da waren keine Fanboys. Ja, guck mal, die Frau da kann... Ja. Kann da raufgehen, ohne runterzuspringen. So, what are your thoughts on the economy? Ja, was denken wir über die Wirtschaft? Ja oder nein? Hä? Ist doch geil, oder? Ja, sie funktioniert nicht. Yes, ich finde das am Anfang auch cool. Das ist halt so, wieder so eine Verarsche auf Pokémon. The answer doesn't make any sense. Genau das. Danke, Spiel. Ja, genau das.
Ey, das Spiel trollt dich zuerst und danach sagst du Danke, Spiel? Weil es ist an sich, es stimmt teilweise, es ist ein guter Troll. I saw Arya on the news today. She told us all to get ready and keep our family safe because Team Olympus is coming. We better be careful from now on. Deswegen bist du hier draußen. Young one, when you've lived as long as I have, you will appreciate the value of a good rest. Treater Town is beautiful and I love it. So eben ist, dass die ganzen Städte hier im Pokémon eigentlich Dörfer sind. Ja. Hey, are you a Triple Triad player? Triple Triad ist ein Spiel aus Final Fantasy 8, glaube ich. Mach mal ja. You don't have a deck though. May I recommend you go to the game corner? They give them away for free. Gibt's hier sonst ein Spiel drin? Oh. Das wäre ja krass, wenn das das Spiel aus Final Fantasy 8 ist. Hat sehr viel gerade zu sagen gehabt. Dazu eine kleine Anmerkung, ja, oh, das ist ja krass. The Triple Triad cards have a certain mystic aspect to them. I think players bond with their cards almost as much as they do with real Pokémon. Okay, wahrscheinlich ist es so. Also wie gesagt, Triple Triad ist halt so ein Spiel aus Final Fantasy 8, ne? Hm. Ich überlege gerade. Ich glaube, hattest du so ein Feld, wo du irgendwie 9 Karten oder so drauflegen konntest, ne? Und es ging ja auch sozusagen darum, dass du dann halt an einer Ecke einen höheren Wert hattest als ein Gegner an einer anderen Ecke und dann konntest du sozusagen die Karten vom Gegner... Bei Might and Magic war auch ein super Kartenspiel drin, Arcomage, richtig geil. Das Problem war nur, das Spiel bei Final Fantasy 8 hatte einen großen Nachteil, ne? Weil eigentlich konntest du da ziemlich coole Karten gewinnen und die konntest du gegen Ingame-Items umtauschen. Mhm. Das Problem ist nur, dass sozusagen du hast die Regeln des Spiels, also jede Region hat immer mit unterschiedlichen Regeln gespielt, ne? Und du hast dann sozusagen Regeln in andere Regionen gebracht, ne? Okay. Das klingt jetzt erstmal ganz cool, aber das Problem ist halt, dass diese Regeln halt ziemlich nervig sind, ne? Okay. Das heißt also, man muss das Spiel eigentlich schon direkt am Anfang machen, ne? Ja. Und ich hab gehofft, dass es die Anspielung ist. Ja. Pico! Oh, you're not Pico! Oh, fine, take this and leave! Ja, die VM05 Kaskade. Das ist so geil, der alte Mann rennt seinem Vogel hinterher. Pico! Ja, das ist eine Anspielung auch an die dritte Gen. Ja, ich fand den Typ aber auch doof. Ja, war auch. Aber der alte Mann mit seinem Vogel. Ja. Aber ich meine, da hat man zumindest mal ein bisschen versucht, so Story und Worldbuilding und sowas reinzubringen. Also von daher. Ich mag solche Anspielungen auf vorhandene Pokémon-Sachen. Warum nicht? Da ist er ja wieder. Oh, you look like quite the skilled young trainer. Would you like to trade Pokémon by any chance? I've been aching to give this Spinner away. No. Das ist ein Spinner. Ja, dieser komische Panda mit diesen unendlich vielen Symbolen auf seinem Bauch. Oh Gott, schon wieder? I'm visiting my Gramps on summer break. He's pretty old, but it's really cool. I'm here on summer break at my grandpa's house. It's so boring. I'm sorry, honey. I will move out of the way. Was? Das ist ja cool. Grandpa's house is so boring. My parents won't even let me have a Triple Triad game. So there's nothing to do in this town. Oh, man. Wir müssen unbedingt Triple Triad Deck bekommen. Ich habe hier Bock, dieses Spiel zu spielen. Wo bekommen wir das denn? In einem der Häuser hier? Ich hoffe. Ich weiß schon, in welchem Haus. Oder gehen wir diesem Partner nicht rein? Ach so. I love Pokémon. It's just the coolest thing. I'm a great chef. My favorite Pokémon are Snorlax and Munchlax. Ja. Relax und seine Vorentwicklung. Ja, seine Vorentwicklung, lololol. My husband is a great chef. Ja. Selbstverständlich, er muss ja auch mal für Relaxo und Manfaxo kochen, ne? Aha. Aber ja, wir haben auf jeden Fall wesentlich mehr Leute Pokémon bei sich zu Hause als in den Gameboy spielen. Ach, das finde ich auch gut, so dass Pokémon sind. Ich denke mal, nächstes Mal werden wir die Arena machen. Und hier drin, denke ich mal, wird es das Spiel geben. Ach ja, genau. Alles das klar. Ist meine Vermutung, deswegen habe ich da nämlich noch nicht reingeschaut. Ja, alles andere haben wir uns erstmal angeschaut. Genau, oder? Genau. Super. Ich sage, ich bin DSD Steve. Und? Oh ja, let's play Retro. Wir müssen mit einem netten Kommentar einen Daumen nach oben freuen. Tschö.